Zack und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7 Minute Squads. Wir sind bereits angekommen bei der 18. Episode. Früher hätte ich das innerhalb von 18 Tagen nach Release gemacht, aber mittlerweile ist ja hier das Ganze ein bisschen anders und allgemein sind die Videos, die ich mache zu Ultimate Team, nicht mehr so der Trend, habe ich das ganz große Gefühl. Deswegen schreibt mal in die Kommentare direkt zum Anfang dieser Episode, was möchtet ihr gerne sehen für Ultimate Team Videos. Es kommt noch ein Karrieremodus mit einer bestimmten Mannschaft. Es werden weitere Sprint to Glory Episoden kommen, auch mit Lyon, was ihr euch gewünscht habt, aber nichtsdestotrotz würde ich ganz gerne auch Ultimate Team machen und nicht nur Weekend League, sondern auch anderes, aber da möchte ich gerne wissen, was wollt ihr sehen? Bin ich auf jeden Fall gespannt, es sind einige Projekte geplant, es gibt ja die neue Serie, da ist aber immer ein bisschen schwierig, das Ganze zu machen, wegen der Zeit und wegen dem ganzen Arrangement, weil man muss halt immer eine Person finden, mit der man es macht, das muss zeitlich dann stimmen, es muss stimmen mit dem Upload und so weiter und so fort, aber seid gespannt. Da werden sicherlich noch ein, zwei Gegner in der Zukunft kommen, die interessant sind. Vielleicht auch 3, 4, 5, 6. Mal sehen. Ja, ansonsten gerne mal Vorschläge in die Kommentare. Es gibt hier ein neues, cooles... Ja, was heißt cooles? Es gibt ein neues, ganz interessantes Trikot von Sportrelief. Das ist irgendeine Stiftung, die EA unterstützt. Und das finde ich ziemlich gut. Also dafür auf jeden Fall mal Daumen hoch. Wenn euch das Video gefällt, könnt ihr auch einen Daumen hoch geben. Wunderschöne Überleitung. Checkt mal die Links in der Beschreibung aus. Allen voran IG Vault. Die haben momentan zu Ostern ein wunderschönes Angebot. Auch zu Food Birthday jetzt gerade noch gehabt, aber das ist jetzt vorbei. Dementsprechend ja, kriegt ihr trotzdem noch den Osterbonus. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja, schaut auf jeden Fall vorbei. 6% Rabatt bei den Codemasters Gaming TV. Die Coins sind günstig für ihn. Und gerade wenn ihr krasse Squads braucht, ihr sagt mir immer, ich brauche krasse Squads. Ihr vielleicht auch. Und ihr könnt mich damit unterstützen. Und das ist wirklich ein großer Gefallen, den mir tut, wenn ihr einfach nur vorbeischaut und eventuell ein paar Coins kauft. Oder PSN oder Microsoft Guthaben. Das ist wirklich fantastisch, unterstützt mich auf einer sehr großen Ebene, weil ihr seht eventuell, Klicks sind nicht mehr so da, aber natürlich mache ich hier trotzdem weiter Videos und versuche euch trotzdem so gut es geht zu unterhalten. Genau, wir machen heute den 7-Minute Squad und zwar mit Yaya Touré und zwar der Food Birthday Karte. Ich habe die tatsächlich kurz vor Toresschluss noch bekommen und zwar heute am 23.3., 24., ich habe keine Ahnung, ich glaube der 24., ich weiß es nicht, auf jeden Fall gerade so, wirklich kurz vor Toreschluss, ich habe diese letzte Challenge machen müssen, ich dachte, ich könnte meinen Schweinsteiger eintauschen, aber ich brauchte 4 grüne Spieler und musste deswegen innerhalb von 40 Minuten irgendwie diese Kopfball-Runter-Challenge machen. Hab's 3 Minuten vor Ende geschafft, innerhalb von 3 Minuten das eben eingetauscht und ja, Touré ist im Endeffekt am Start. Wir werden dazu noch ein zweites Pack öffnen, einen zweiten Spieler ziehen oder ein erstes Pack öffnen, einen zweiten Spieler ziehen. Der beste Spieler wird noch eingebaut. Wenn euch das gefällt, lasst einen Daumen nach oben. Da das genauso wie IG wollte, eine großartige Unterstützung, das sind die beiden besten Sachen, die ihr tun könnt. Wir ziehen sowas Gutes. Ich glaube, das ist ein Info, nee, ist kein Inform. Aber mal sehen, was es werden wird. Spanien, okay, es kann nicht zu krass sein. Aduriz, jawohl, Aduriz. Naja, immerhin 84, geht für ein bisschen was momentan aufgrund der SBCs, wobei die könnten jetzt vorbei sein, ich weiß es nicht. Aber... ja, Baumann noch dazu, Jimenez, das ist auf jeden Fall ganz gut, Christensen, Onyama und der Rest ist, ja, Discard-Material, aber, naja, genau, also wie gesagt, gerne in der Videobeschreibung mal vorbeischauen und mich unterstützen damit, es ist halt einfach wirklich so, dass das besser ist als alles, was ihr sonst tun könnt, abgesehen von den Likes und ich weiß, dass ich einen Diehard-Kern habe hier, der mich gerne unterstützt und da sehe ich es natürlich gerne, wenn ihr dann halt eben auch genau dabei partizipiert. Ich würde sagen, das Set ist ansonsten nicht sonderlich berauschend. Ich denke mal, Akinfeev könnte man noch was wegbekommen, vielleicht Di Santo, aber sonst ist das jetzt nichts irgendwie großartig Beeindruckendes. Deswegen haben wir 7 Minuten Zeit, wie immer, für das Squad, was ich jetzt bauen werde. Ich hoffe, es wird gut. Ziel ist natürlich wieder, wie immer, No Links Wasted. Aber wir haben jetzt lange genug drum geredet und legen einfach mal los in 3, 2, 1 und go. So. Hab gerade die Formation schon gesehen, 4-4-2. Das ist relativ easy als, wie nennt man das, als Hybrid-Formation. Aber grundsätzlich auch die mitbeliebteste Formation im Barcelona-Turnier gewesen, bei den Finals von Foot Champs. Und dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass das auch eine ganz gute Formation so für uns sein könnte. Ich weiß gar nicht, ob ich Morata im Verein habe, ich glaube nicht. Den möchte ich aber auch ungern allgemein einbauen. Und ansonsten habe ich, glaube ich, keinen spanischen Stürmer. Doch Martinez von West Ham, aber den werde ich natürlich nicht dahinstellen. Wir könnten mit einem spanischen ZM rulen, aber auch das ist eher... Es gibt Santi Cazorla, es gibt David Silva, es gibt Fabregas, aber das sind halt alle Spieler, die entweder extrem teuer sind gerade wegen den SPCs oder halt nicht sonderlich attraktiv. Roque Mesa wäre noch okay, Iborra, aber wir spielen halt... Also ein ZM sollten wir halt schon eigentlich haben. Und deswegen werde ich da, glaube ich, eher auf was anderes gehen. Und nicht mal mehr zwingend in die Premier League, sondern einfach irgendwo hin, wo es spanische Spieler gibt. Tempo wäre natürlich auch wünschenswert, aber Benyat, Parejo, das sind beides gute Spieler. ZOM haben wir nicht so viel, ZDM haben wir auch nur Iborra, wie wir gerade schon gesehen haben. Ich glaube, dann nehme ich mal den Parejo, oder nicht Benyat. Ich nehme Benyat Echebarria, Urquiaga und versuche jetzt hier irgendwas Schönes ins rechte Mittelfeld zu zaubern. Mal sehen, was wir hier so haben. Spanien ist allgemein dieses Jahr eine sehr schwierige Nation.
Jago Falke wäre auf jeden Fall eine Option. Linker Flügel, mal sehen, ob wir da. Jesse könnte ich mir vorstellen, dass wir den hinstellen, aber der ist auch wieder in der Premier League. Das heißt, das würde nicht so optimal passen. Ich glaube, wir bleiben bei Jago Falke. Oder wir gucken mal in der La Liga nach. Ich könnte natürlich auch Spieler kaufen, ne? Verstehe mich jetzt nicht falsch, das ging mir natürlich auch, aber Dembele. Ja, mit Dembele kann ich, glaube ich, ganz gut weiter verlinken. Beziehungsweise, was heißt weiter verlinken? Ich brauche ja noch einen Link für Bernat. Das heißt. Ach nee, Quatsch, brauche ich nicht. Aber ich brauche auch keinen Link mehr für Aduriz, weil Bernat spielt bei Athletic und das war jetzt ein totaler Fail, das heißt, ich stelle hier doch Dani Parejo hin. Ansonsten kommen wir nämlich auf zu viel Chemie und nicht Nothing's Wasted. Und jetzt kann ich hier Dembele hinstellen oder halt eben Jago Falke und damit direkt in die Serie A gehen. Aber Dembele ist in letzter Zeit scheint mir so overpowered zu sein, deswegen stellen wir einfach mal hin. Frankreich Innenverteidiger, La Liga. Ich habe gerade, glaube ich, meinen Laporte eingetauscht. Nee, habe ich nicht. Sehr gut, dann kann ich den da hinstellen. Jetzt brauchen wir einen Rechtsverteidiger aus Frankreich. Irgendeinen, Debuchy, Malcui, kenne ich gar nicht. Sieht aber ganz nice aus, kann man definitiv benutzen und damit haben wir schon mal eine Liga mehr. So, die Sache ist jetzt, wir müssen halt irgendwie Yaya Touré verlinken. Und auch da haben wir wieder eine relativ einfache Methode und zwar Laurent Koscielny. Das geht entspannt, vorne eine Spitze, Sergio Kun Agüero. Zack, den Helden gegen QPR. Und dann könnten wir jetzt einen französischen Keeper nehmen, dann nehmen wir dazu einen linken Mittelfeldspieler aus Frankreich, aus der Premier League und haben das Ganze quasi fertig, weil wir nur noch einen Linksverteidiger brauchen aus Frankreich. Weiß noch nicht, ob ich das wirklich so machen möchte, aber ich denke mal, das ist zumindest eine safe Option. Halt französischer Keeper, das ist so ein bisschen tricky, weil französische Keeper wachsen jetzt nicht gerade wie Sand am Meer. Oder gibt es jetzt nicht gerade wie Sand am Meer, abgesehen von der Premier League und der Ligue 1 und wir brauchen halt einen Torwart aus einer anderen Liga. Und das wird, wie wir hier gerade schon eindrucksvoll bewiesen bekommen, relativ schwierig. Letelier wäre auf jeden Fall eine Option. Und Carrasco. Carrasco spielt bei Galatasaray mittlerweile. Interessant. Wusste ich auch noch nicht, aber nehmen wir da natürlich. Jetzt brauchen wir einen linken Mittelfeldspieler aus der Premier League. Dann nehmen wir einen Kudu. Nee, Martial. Martial. Wir nehmen Martial. Wir nehmen Anthony Martial, den ich schon hier drin habe. Aber dann haben wir die Special-Karte von dem, die Path-to-Glory-Variante, die ich ja gezogen habe, auch nochmal eingebaut. Auf die Bank kommt dann Timo Werner. Zack, zack. Und dann packen wir hier einen Anthony... Anthony Martial. Anthony Martial. Wunderbar französisch ausgesprochen. Und dann brauchen wir nur noch einen Linksverteidiger aus Frankreich. Und dann sieht das Squad nicht schlecht aus. Frage ist nur aus welcher Liga, weil wir haben alle Ligen, die es irgendwie gibt schon. Evra geht nicht. Dinier würde gehen. Amavi würde gehen. Kursawa würde gehen. Aber die Ligen haben wir alle schon. Deswegen ist die einzige, die irgendwie Sinn ergeben würde, tatsächlich die Bundesliga und damit Gointon Büsmann. Ist jetzt nicht der beste Außenverteidiger, aber das Team ist damit fertig und ich finde es gar nicht schlecht. 2 Minuten 42 vor Ende. Ich finde es nicht schlecht. Wir haben 1, 2, 3, 4 Nationen und wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Ligen. Das kann man auf jeden Fall so machen, würde ich behaupten. Wir packen einen französischen Manager aus der Premier League rein. Wenger, perfekt. Und ja, hat keine Schwächen das Team. Ne? Wir haben einen schnellen Stürmer, wir haben einen bulligen Stürmer. Wir haben zwei passstarke Mittelfeldspieler. Gut, Tempo ist ein bisschen nicht da, aber Touré hat schon genug. Wir haben schnelle Außenbahnspieler, die torgefährlich sind und Skills haben. Gut, Außenverteidiger sind nicht optimal, gerade Büsmanni, weil er langsam ist. Aber Innenverteidiger haben wir auch einen etwas ja, langsameren, aber dafür bulligeren. Und einen Koscielny, der relativ agil unterwegs ist. Ich weiß gar nicht, wie viel Stärke Laporte hat. 84, genau, etwas bulliger, etwas agiler. Torwart ist auch nicht optimal, aber geht schon. Ich würde sagen, ich kaufe Carrasco und dann suchen wir direkt mal einen Gegner. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr auch. Lasst ein Like da, wenn es der Fall ist. Wir spielen gegen den FC Schwitzkopf mit einem Magdeburg-Trikot. Das heißt, zu 99% ein Deutscher. Ja, Premier League-Squad relativ basic an Anthony. Warum Anthony? Antonio und Rashford. Beide als Stürmer auf den Außen, warum auch immer. Bakayoko, Dele Alli. Ich weiß nicht, wer der von Leicester ist, ehrlich gesagt. Smalling auf der Linksverteidigerposition. Interessant. Also mehr kann ich auch nicht machen. Ne? Wenn der Ball halt immer wieder zurückbounced, dann ist das so. Er ist nicht gut. Also ich denke mal schon, dass ich hier schon hätte führen können, aber ich habe einfach zu schön gespielt. Und deswegen ist jetzt irgendwie Karma, dass ich das Tor kassiere. Krankes Tackling von Koscielny da und jetzt die Konterattacke, die aber einigermaßen verhindert wird. Schön gemacht von Agüero. Jetzt Martial. Aduriz ist Kopfball stark, kriegt den Ball auf den Fuß und macht ihn trotzdem rein. Naja, auch ein bisschen glückliches Tor, juckt mich aber nicht. Ausgleich. Ich habe übrigens, es ist Freitagabend gerade, wo ich das Video aufnehme, noch kein einziges Spiel in der Weekend League gemacht. Oh, oh, ist der.
Aus der Arm. Naja, egal. Ich habe noch kein Spiel in der Weekend League gemacht. Das liegt halt aber daran, ich musste den ganzen Tag halt eben auf die Siege in der Liga schwitzen. Und das ist relativ problematisch, wenn du halt nicht in Liga 4 oder 5 spielst wie ein Swayback, sondern in Liga 1. Weil wenn du 9 Siege brauchst und halt ab und zu mal unentschieden spielst oder deine Gegner ab der 80. Minute beim Stand von 2-2 hinten rumpassen, um dich abzufacken, weil sie dir vorher schon geschrieben haben, dass sie gerne irische Tore machen würden und du gesagt hast, nö, was gar keinen Sinn ergibt, weil in der Saison hätten die nicht gezählt, ja, dann ist das schon gar nicht so easy. Hat mir auf jeden Fall ein bisschen Zeit gekostet. Ah, Koscielny kostet mich eben nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Aduriz bringt mich zumindest jetzt hier nicht wieder zum Ausgleich. Nö, auch. Oh Gott, ist das schlecht verteidigt! Also meine Verteidigung sollte eigentlich stabil sein wie sonst was. Aber das geht, da geht ja gar nichts. Und der Typ ist halt wirklich nicht gut. So einfach geht's dann theoretisch. Der Anstoßglitch ist übrigens in meinen Augen wieder da. Könnt ihr mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich denke, seit dem letzten Patch ist es wieder eindeutig. Der ist wieder am Start. Du halt machen kannst, was du willst. Der Ball springt jedes Mal zum Gegner. Nervig. Ey, den macht er dann aber auch mit der Hacke rein. Ich habe nicht L2 gedrückt oder irgendwas. Er macht ihn einfach aus Prinzip so. Warum? Aber okay. Ja, Touré! Jawoll, da ist er doch. Ausgleichstreffer. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir überhaupt... Nee. Ich glaube, wir hatten schon einmal unentschieden. Aber das erste Mal seit längerer Zeit auf jeden Fall. Ja. Schade. Spielen jetzt als Zehner in der zweiten Halbzeit auf 4-1-2-1 umgestellt. Und es läuft mit ihm deutlich besser, Koscielny. War das Koscielny? Ich weiß es gar nicht. Kann auch ein anderer gewesen sein, Laporte. Ja, grundsätzlich habe ich mir auf jeden Fall mal ein neues Team geholt und er gefällt mir jetzt schon sehr, sehr gut. Ich habe Yaya Touré früher geliebt, die Karte, und ja auch dieses Jahr immer noch. Ich habe gar kein zweites Mal gedrückt. Och, das ist wieder so typisch, ne? Ich habe halt gefettfingert, ich habe das erste Mal Grätsche gedrückt, habe während der Grätsche noch ein zweites Mal gedrückt und er grätscht. Ja, rot wahrscheinlich noch dafür, alles klar. Er grätscht halt nochmal und deswegen gibt es den Elfmeter. Komplett lächerliche Situation wieder, was halt typisch FIFA ist wegen dem Input-Lag. Die erste war so gut und dann so eine Scheiße hier, Mann. Immerhin hält Carrasso den extrem arrogant geschossenen Elfer. Die Sache ist nur, Unterzahl gefällt mir jetzt persönlich nicht so gut. Was ist das denn für ein Pass? Oh, was ist das für ein... ja, auch Elfmeter. Dumm. Zack. Führung. Ja, danke. Warum stehen bei mir zwei rote Karten bei ihm nicht? Warum ist bei mir der Glitch bei ihm nicht? Nochmal eine starke Grätsche von Koscielny, das sollte es dann auch gewesen sein mit diesem Spiel. Vielleicht kriegen wir noch den einen Angriff, jawohl, aber ich denke mal, danach wird es vorbei sein. Wir gewinnen tatsächlich dieses Spiel, ja, was zwischendurch gar nicht so aussah, gegen einen interessanten Gegner definitiv, der, ja, nicht richtig gut war, aber halt auch nicht richtig schlecht und vor allem offensiv einiges drauf hatte. Nichtsdestotrotz der Sieg. Ich würde dem Team alles in allem, aufgrund dessen, dass es mich wirklich überzeugt hat, abgesehen von der Außenverteidigerposition, sogar Carrasso war nicht schlecht, schon eine 8,5 von 10 geben. Wahrscheinlich sogar, weil ich mir mit Touré, Aduriz, Agüero, Dembélé und Martial sehr stark vorkomme. Offensiv eine 8,7. Damit es mal ein bisschen anders ist als normalerweise, ja. Ich weiß nicht, wie es euch gefallen hat, das Team, aber ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Das war's von dieser Episode. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Checkt die Links in der Beschreibung, Instagram, Twitter, IG Vault, AskFM, wenn ihr Fragen habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bis dann, macht's gut, haut rein. Und ciao.